Yippie Reactions, ja, Content, Content. Auf Vlog von Satta Hugo. Ich bin ganz gespannt. Ey, sieht doch hinten aus wie ein Schlachtfeld, ne? Hä? Afrika ist doch ein Land, oder? Oh, Kevin. Ups. Eigentlich. Krass, dass man Satta Hugo Clips bei dir direkt live bekommt. Und zwar die ganze Zeit, der Hammer. Ja, ich sag's euch, Chat, wir müssen wieder carryen. Das nächste Video wird wieder 80% aus diesen Clips bestehen hier. Langsam tut mein Rücken weh, Bro, vom Carry dieser Videos. Oh. Er sagt legit, er hält mich fest. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Da ist gerade ein Schüler angekommen mit Taxi, glaube ich. Aber ich kann nicht erkennen, wer. Der hat Hallenschuhe. Karometro! Hat er gerade Hallenschuhe gesagt? Warte, Junge! Warte, ein bisschen Training. Ah, der ist zu fett, glaube ich. Oh, das ist doch gar nichts! Ah! Der wird mein. Hugo hatte echt auf den Lauf am Wochenende, ne? Hallo? Auf einmal jemand kommt und sagt, jo, willst du Bier oder Wasser? Digga, ich lieg da, Junge, in mein Kopf tut weh. Oh, der hätte mir auch gerne wieder diese Kinderschokolade geben können. Die ist nämlich leer bei mir. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, nochmal Kinderschokolade zu bekommen. Ich war gerade am Kacken. Auf einmal kommt da jemand rein und füllt die Minibar auf. Jetzt guck ich, ob der Kinderriegel reingemacht hat. Wer steht ganz oben in der Tabelle, sondern auch vielleicht... Was hast du gestern Abend? Yo, Streamer! Ich habe auch eine wirklich heftige Performance geleistet beim Dodgeball-Event. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, also, ich wurde zweimal eingewechselt und habe dann zweimal auch direkt auf wirklich perfekte Wurflinie Amar in Schritt geschossen und er hat es auch direkt gefangen, den Ball, was mich an der Stelle auch direkt raus eliminiert hat. Und jetzt Dalit Nova das erste Mal im Angriff. Oh, Amar fängt den. Nova ist raus. Aber wir hatten auch was anderes von mir erwartet, ne? Noch gemacht. Gestern Abend haben wir gechillt. Auf Lock. Auf Lock. Ah, auf Lock. Ich hab's gestern die ganze Zeit falsch ausgesprochen anscheinend. Ey, auch krasse Qualität auch einfach. Mal nochmal auf Lock. Auf Lock. Ja, Mann. Papa's got a brand new bag of toys. Oh. Ah. Fängt ein Teammitglied jedoch den Ball, bevor er Boden oder Decke berührt, sind alle Spieler, die in diesem Spielzug davon getroffen wurden, gesichert. In der Defensive. Yes. Junge, wirklich Trimax, der hat aber auch Hände wie so Bratpfannen. Also ist auch kein Wunder, dass er solche Bälle fallen kann. Oh mein Gott, sie haben sich Das war so ein kranker NPC-Moment. Also, A, dass die beiden super ähnlich aussehen und dann, dass sie halt genau die gleichen Move gemacht haben. Wir leben in einer Simulation, kann mir keiner erzählen. So gleich bewegt! Und was hältst du jetzt hier zu den Vorwürfen, dass dein Team Quatsch ist? Ja, das Ding ist halt, wir haben eine Geheimwaffe, wir haben Hugo mit am Start, so. Oh, Hugo! Nein, Digga, Hugo hat einen Headshot kassiert. Ah! Einer liegt am Boden, wer liegt am Boden? Klassischer Headshot. Hugo ist gestürzt. Oh, ist das der Moment, wo er sich packt? Hugo ist gestürzt und auf die Schulter gefallen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Hugo will ich auch nicht unterschätzen. Ich glaube, Hugo ist so einer, der so... Aber das Ding ist, Hugo war so strong, aber der hat halt so eine... Also seine Taktik war halt auch einfach, sich immer so auf den Boden fallen zu lassen und so richtige weird-ass Moves zu machen, dass er halt nicht getroffen wird. Ich auf vier Arme brechen, Bro, wenn es sein muss. Hauptsache, der wird nicht getroffen, Alter. Da ist gebrochen. Ja. Der Arzt, mit dem ich geredet habe, der telefoniert so hoch, so, yo, im Zimmer und so frei ist, heute OP. Digga, auf einmal sagt er, yo, der kennt dich. Digga, stell dich vor, ihr werdet von einem Viewer operiert, Digga. Hell, man. Ich bin umgeknickt und hab mir den Fuß gebrochen. Das sind meine Kicks, Leute, wie findet ihr die? Meine neuen Kicks? Auf dem Event zu mir gekommen, ganz stolz. Oh, meine Moin. Kennst du mich noch? Nee. Wer bist du? Ich hab dich mal parodiert. Du hast doch auf mich reagiert. Keine Ahnung, Digga. Wusste ich wirklich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, Digga. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Hallo, pass auf, ne? Nicht zu nah ans Wasser, Digga. Ui. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn der Kaido fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, dann in die Raben. Fällt er in den See, zieht er eine Nase Schnee. Yippie! Ich frage nochmal, hast du schon mal in deinem Leben gekriegt? Nein, noch nie.
wo meine Mutter mein Zimmer aufgeräumt hat, Chat, hat sie das in mein Zimmer gefunden. Und sie hat legit so aufgehoben und mich so enttäuscht. Yo. Und sie hat es angeschaut so, was ist das? Und wieder noch, hat das was mit Rohr zu tun? Ich dachte, Mann, Mama, das ist Katzenminze. Bibus hat mir eine Memo geschickt. Ey, ich war gerade am Bahnhof und da haben mich halt ein paar Menschen erkannt. Ich habe mein Getränk in der Hand. Er wollte ein Foto machen und dann musste ich lachen. Und dann ist mir das Getränk umgefallen und alles in meinen Helm hinein. Und jetzt war ich wieder weg, denn das hier alles ist Dreck. Ist das Scheiße, Mann. Leute, wenn ihr noch einen Stub habt, dann jetzt rein. Also ich fand's echt richtig stark. Ich fand's besser, als was Chef Strobel sonst vom Lattenrost lässt. Ansonsten seid ihr ein kleines Schwein. Ich hab ein drittes Bein. Dann geht mir auf den Leim. Richtig, komm, mein ja. Humor ist genau das, was ich meine. Ey, Chef Strobel, wann Hundcam? Chef Strobel hat übelst einen süßen Hund. Chef Strobel, ja. Vielleicht tryst du mal einfach deinen Hund in die Facecam zu legen für 2 Stunden. Vielleicht wird's dann auch mal was mit den 1000 Zuschauern. Bro. Warum hieß du auf Steam mal Pappherzchen? Warum guckst du danach? Warum hieß du E-Girl Layla? Warum hieß du Leidenschaft für Schattensaft? Bibi! Ja? Das steht halt wirklich. Alexa, denkst du Knossi kann tanzen? Ich wünschte, ich könnte nun auch einfach ein Pokerface aufsetzen. Komm, ich will es noch einmal anprobieren. 5 Stunden. Mein Ziel ist, so viel abzunehmen, dass ich in dem Ding... Ich glaube nicht. Jens! Ah gut, brauche ich eh nicht bügeln, so spannend ist. Oh, ja. Du bist ein harter Arbeitnehmer. Du hältst dich lange auf. Leckst du gerade? Nee, ich war gerade überrascht. Guck mal. Machst du schon an? Hast du hier zu Hause sagen, ja? Nein. Wie oft schimpfe ich dich, wenn du irgendwas machst? Ja. Dann müsst ihr ja ich die Hosen anhaben. Ja, hast du auch. Aber lass mich wenigstens hier im Stream aber den Kuchen markieren. Wie sauer auch. Schon abgelaufen, boah. Kennzeichen. Ja, dann leck mich doch. Ich brauche kein Kennzeichen zu Hause. Ey, ey, ey! Oh, Alter Schwede. Verpiss dich, du Wichser. Fahr hier einfach unten in meine Hut, Digga. Bruder, warum hast du ein neues Fahrrad? Ich bin da mit dem Stream hier im Kreis gefahren. Ey Jens, jetzt mach das nicht, es geht wirklich schief irgendwann. Ich hab das bei Robert Geist gesehen, in Sandtropee. So Frau, mach schon kaputt, dann geht was los. Schatzi! Das war kein Meter. Das geht schief, die Frau, ich sag euch das. Schatz! Das Garten, ja gut wieder. Ich sag euch, schafft euch keine Frau und Kinder an. Geht das an. Robert! Aber ich muss sagen, Carmen Geist ist mein absolutes Idol. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als irgendwann später in ihre Fußstapfen zu treten. Ich sehe ja eh schon fast schon so aus. Da fehlt nicht mehr viel. Die Sauna geht immer 115 Grad. Heizt mir die Bude mal auf. Na, jetzt komm mal langsam dahin. Oh, oh Geräteüberhitzung. Oh, Scheiße, tatsächlich. Handygeräteüberhitzung. Wer hat mehr kriminelle Energie? Das ist ein Überfall, verletzt! Auch kleine Geld nehme ich auch. Kleine Geld, Klimpergeld auch. Wer stinkt mehr beim Kacken? 3, 2, 1. Beide. Du hast heute aber auch ganz schön ein Ding reingedonnert. Oh. Mann, Jens. Gern mal gesehen, die Wurst. Mein lieber Freund. Halligalido. Ich bin reingekommen, meine Zähne waren direkt gelb. Ist es bei euch zu Hause auch so? Wenn die einmal laut ist, hört ihr nicht mehr. Alexa, willst du mit mir auf ein Date gehen? Ändere deine Stimme. Ich freue mich schon darauf, wenn der Let's Dance vorbei ist und hoffentlich natürlich der liebe Jens den Sieg mit nach Hause nimmt. Ah, dass er dann wieder streamt. Ich vermisse deine Streams. Alexa, kack mich an. Haben die irgendwie andere Alexa-Updates oder so? Weil meine Alexa, die versteht auch nur wirklich in 10% der Fälle, was ich von ihr möchte. Einer meiner VIPs, frage ich jetzt echt ungern, einer von meinen Moderatoren mir bei PayPal 50 Euro senden. Aus was für einem Grund auch immer ist mein PayPal-Konto mit minus 30 Euro gerade. Ich hoffe, euch hat dieses wunderbare, total tolle Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abonnement da. Schaut auf meinem Hauptkanal vorbei, wo es Vlogs gibt. Mega geiles Ding, ey. Und schreibt mir doch gerne, was ich als nächstes reacten soll. Oder was ihr eure Alexa einmal so fragt. Hey, cool. Tschüss.